Ja, Leute, kleine Hilfestellung an der Stelle. Füge gegnerischen Spielern Explosionsschaden zu. Und womit geht das natürlich? Ja, ist klar, halt Granaten, Raketenwerfer zum Beispiel in Gruppenkeile und so weiter und so fort. Kennt ihr alles. Aber es geht auch wunderbar mit so einem Boot. Das will ich euch gerade mal zeigen. Hier, zack. Ups. Na, hab ich den gerade nicht getroffen? Ist ja auch wild. Also, treffen müsst ihr natürlich, ist klar. Das könnt ihr wahrscheinlich besser als ich. Da habt ihr schon gesehen, habe ich den ersten Treffer gelandet. Hier könnt ihr ganz entspannt machen und immer an einem, am Rand, sage ich jetzt mal, am Rand der Zone, weil die Bots, das ist ja oft so, ich meine, jeder andere läuft halt auch irgendwie, versucht in die Zone reinzukommen. Seht ihr, da oben zählt es jetzt, aber die Bots natürlich sowieso, da könnt ihr ganz auf entspannt machen. Aber, da hinten, guck mal, da hinten läuft auch schon der nächste. Hier hätten wir jetzt so ein paar, ein bisschen Munition dafür gefunden, wenn wir jetzt so einen Raketenwerfer hätten. Ach, keine Ahnung, es geht halt mit so vielen Möglichkeiten. Ich wollte euch nur die Idee mit dem Boot mal verraten. Ich laufe jetzt hier gerade nochmal zu einem... Na, Aufrüstbank brauchen wir nicht, aber was haben wir hier schon? Ja, genau, kannst du auch machen. So ein Raketenwerfer ist auch nice. Nehmen wir uns auch mal ganz kurz mit und schauen mal, ob wir wieder irgendjemanden irgendwo finden. Ups, 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 hier haben wir sogar einen schon. Der kommt mir sogar näher, als ich es gerne möchte. Alter, jetzt kommen wir aber hier von überall. Da, guck mal. Auf den kannst du auch schießen. Markiere euch den Ort gleich nochmal, aber eigentlich kennt ihr das ja. Ist jetzt alles kein Geheimnis mehr. Ach, ich habe die Aufgabe sogar schon erledigt. Sie ist schon geschafft. Guck mal, so schnell geht es auch. Also in diesem Sinne, relativ simple Angelegenheit. Da hinten rastet einer komplett aus, aber das soll uns egal sein. Guck mal, der hat die gleiche Aufgabe und auch die gleiche Idee. Ich bin ja wieder auch zielmäßig ganz cool unterwegs hier. Aber ist kein Problem. Ich will euch nochmal ganz kurz zeigen, wo war das hier? Ich drücke einfach mal auf bereit machen, zack. Nee, komme ich nicht rein. Hä, wieso komme ich jetzt nicht in die Karte? Doch, jetzt. Schaut mal, hier könnt ihr das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Hier war die Tankstelle. Und hier habt ihr mit einem Schlüssel die Möglichkeit, einfach ganz schnell euch einen Raketenwerfer zu kaufen. Ansonsten, wie gesagt, mit einem Boot. Das war hier an dem Ablegeort. Da könnt ihr hier den Fluss entlang fahren. Ganz auf entspannt. Da findet ihr auf jeden Fall irgendjemanden. Oder hier unter Anvil Square findet ihr auch jemanden. Da könnt ihr mit dem Boot auf jeden Fall Gas geben, wenn ihr Bock drauf habt. Oder, ja, wo geht's noch? Bei Slappy Shores, da ist auch jede Menge los, gerade auch mit Bots. Jetzt funktioniert das hier schon wieder gerade nicht. Doch, hier, schaut mal. Hier findet ihr auch jede Menge Boote habt ihr am Start und auch Bots habt ihr am Start. Könnt ihr auch ganz entspannt machen. Oder ihr landet, das wäre jetzt nochmal eine Alternative, einfach bei Shattered Slabs. Hier im oberen Bereich landen immer ganz, ganz viele Bots. Da sucht ihr euch einfach so ein paar Granaten raus aus diesen Kisten, die es da gibt. Und dann habt ihr es auch relativ schnell geschafft. Oder... Gruppenkeile, da könnt ihr es natürlich auch machen. Wartet einfach, bis so ein Vorratslieferung, so ein Loot-Drop irgendwie runterkommt. Schaut da mal rein, da habt ihr in der Regel immer einen Raketenwerfer mit dabei und dann geht er da halt auf Jagd. Ist auch ganz entspannt. Also in diesem Sinne, das nur als kleinen Denkanstoß, kleine Lösung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Aufgabe. Bis dann und tschüss.